Hallo, hier ist Daniel für Geeks Live Luxemburg und ich bin heute hier zusammen mit Silvia. Wie noch? Quinten. Und du bist hier am Stand von Animax. Was macht Animax und seit wie lange macht Animax Animax? Der Animax ist ein Verein für japanische Kultur und ja, wir haben deutschlandweit Mitglieder und ja. Wie bist du zu Animax gekommen? Ich hatte meine erste Con, auch die J-Con hier 2004 und dann ja, habe ich immer mehr über die Conventions erfahren und bin dann auch auf die Internetseite, bin da gelandet und ja, bin dann irgendwann auch dem Verein beigetreten. Also dann ist eher japanisch angehaucht das Ganze oder lass mal so sagen, asiatisch angehaucht, oder? Es ist schon für die japanische Kultur, also hauptsächlich dann auch Cosplay, Fanarts und ja, alles was, ja, das Fansein. Gut, wenn man euch irgendwie kontaktieren, erreichen will oder wie immer, wie kann man das machen? Das kann man auf der Internetseite machen, das ist animax.de. Da ja, kann man sich dann auch anmelden und wenn man möchte dem Verein beitreten, kann man online in der Community mit anderen Fans ja, kommunizieren, Fanarts teilen, seine Cosplays teilen, ja. Also, ich habe dein Kostüm gesehen, wie soll das ausdrücken? Captain Archer wäre stolz auf dich. Ja, vielen Dank. Wie sagte schon ein Jedi, lebe lang und Glück, ah nee, das war ein Vulkanier gewesen. Ja. Nein, ich bin wirklich auch ein Fan von Star Trek. Ja. Ich habe die Serie ganz geguckt, die gefällt mir. Wie kann es sein, dass du in so einem Kostüm hier auftrittst und japanisch vertrittst? Wie erkläre ich das? Also es ist zwar japanische Kultur, aber Cosplay ist ja nicht unbedingt nur japanische Serien, sondern auch alles, was einem gefällt. Es ist dann Realserien. Hier laufen ja auch Leute in, gut, Link ist jetzt auch von Nintendo, ist auch japanisch, aber aus Spielen, aus Fernsehserien, aus Anime und Manga, alles. Alles ist in Ordnung. Das heißt, dann bist du auch eine Cosplayerin? Ja, würde ich schon sagen, ja. Okay. Das ist wahrscheinlich nicht alles selber gemacht, würde ich mal so sagen. Leider nicht. Da bin ich nicht talentiert genug für. Muss ich ehrlich zugeben, ja. Okay. Ich danke dir für das kleine, lustige Interview. Ich hoffe, es wird dir noch gefallen. Wenn du noch irgendwas sagen willst, das Mikro geht dir. Ja, viel Spaß und Grüße an alle auf Geek Live Luxemburg. Lebe lang und lebe glücklich. Tschüss. Fuck it, I'm in 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 it,